gebracht. Oder hat es in mein. Nee. Okay, haben wir jetzt Elemite Toolbot, ne? Siehst du schon, wie sich das verbessert? Um 130 Durability ungefähr. Das besteht ja komplett aus Elemite. Und mein Stream noch geladen. Okay. Was hast du denn jetzt? Was habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt irgendwas richtig erklärt? Oh, und mich hat das nicht so sehr verpasst. Und damals halt eine Elomite Pickaxe komplett aus Elomite. Und die wird jetzt erstmal für dich hinterlegt. Hallo Zombie. Also sind von Knight. Die sind ein bisschen sehr fies. Das sind nämlich stärkere Zombies an sich. Und ja. Und so funktioniert an sich Tinkers Construct. Du levelst die jetzt halt und wenn wir halt die genügend Ressourcen haben, graden die halt nochmal ab eine Stufe. Und ja, soweit funktioniert das halt jetzt. Und wir sind jetzt halt schon so weit, dass wir jetzt so langsam aber sicher mehr Richtung Endgame wollen. Warte mal. Das kommt rein, das kommt rein. So. Warum habe ich ein 21? Puh. Wie gesagt, das ist alles nur, das wirkt kompliziert, aber es hat mich am Anfang auch erschlagen. Aber wenn du es erstmal, wenn du dich auf bestimmte Mods spezialisierst, die du machen möchtest, die dich interessieren, und wenn du dann halt wirklich nicht so viel auf einmal machst, sondern Schritt für Schritt, wie es halt wirklich gedacht ist in der Mod, vorangehst, dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm. So bei WoW auch nicht anders. Ein Anfänger bei WoW würde niemals in die Endgame Dungeons gehen. Könnte nie. Am Ende auf Level, natürlich angenommen, dass er auf dem Level ist und die Skills hat dafür, ne? Der würde auch derbe erschlagen werden. So. Was gehen wir denn jetzt an für ein Thema? Ich würde sagen, erstmal das ME-System, dass du damit zurechtkommst. Das ME-System ist an sich eigentlich ein Riesencomputer, der die Blöcke digital speichert. Das heißt, du hast jetzt hier zum Beispiel halt diese ganzen Items, ne? Was um das? Was ich habe an der Festplatte? Gar keinen Sound mehr von Minecraft oder wie? Nö, ich dachte schon. Okay, das war gar komisch. Übel. So, da hast du halt diese ganzen Items, ne? Die Items werden, wie gesagt, digital gespeichert. Da hast du diese ME-Drives dafür. Die ME-Drives können bis zu 2, 4, 6, 8, 10 Storage Cells, also Lagerzellen, können wir auf Deutsch sagen. Ach Scheiße, Twitch, warum leckst du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe zum Glück keine Ahnung, um das zu. Scheiße, leckt das bei dir auch? Bei Nörmann hat es ja geklappt, aber bei Chesra, bei dem leckt es auch gerne mal. Das ist halt hier zum Beispiel jetzt die verschiedenen Arten von diesen Storage Cells. Die sind 1K, ist zum Beispiel ganz 1024 Byte speichern. Du kannst aber immer nur pro Zelle 63 verschiedene Itemtypen lagern. Nicht mehr. Aber es gibt zum Beispiel 64K, 65.000 Bytes und so. Es gibt dann aber auch noch Cells. Es gibt dann noch hier. Das ist das höchste. 16.384K gibt es noch. Das ist das höchste, aber das zu craften ist verdammt teuer. Und da sind wir doch meilenweit davon entfernt. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt machen wollen. Das ist so viel brauchst du eigentlich gar nicht, so viel Speicher. Allein das hier, wir haben gerade mal so ein ME-Drive gemacht und nach 2 Wochen, das ist allein schon, du siehst, wir können hier schon 5000 Eisenbarren lagern und auch mal so anderen Kram.
Und ja, das ist wirklich, das ist mega, mega, mega geil, das MBE-System. Und ganz also zum Beispiel, wir haben es insofern, wir können ja zum Beispiel, könnten wir es, wenn wir wollten, hier unten Sachen craften. Zum Beispiel, gut, das Eis, weiß ich, was die jetzt brauchen, aber. Warte mal. Grasüppel. Hä? Warum wird das nicht angezeigt? Was soll das? Hier vielleicht. Hier. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir wollten, könnten wir einen Piston craften. Klick mal drauf, dann können wir angeben, wie viel wir machen möchten. Und dann gehen wir auf Next klicken, wird es gecraftet. Aber das will ich jetzt natürlich nicht. Also, und da kann man so viel. Das fliegt mir hier schon wieder entgegen. Merkt man draus so. Ja. Ist aus. So. Ja. Ist ausgemacht. So, ja. Und das MB-System ist eine Sicherheit. Du wirst es höchstwahrscheinlich nicht so der benutzen wie die beiden. Das sind die einzigen eigentlich von uns, also Tommy und Luca, die das halt wirklich extrem nutzen mit dem Automatisieren von dem ganzen Kram und mit den ganzen Maschinen und was es da nicht alles gibt. Also Sachen, das ist eigentlich schwer, das per Stream zu erklären. Ja. Und ja. So, was mache ich denn jetzt noch die halbe Stunde? Ich werde mich erstmal, ich glaube, ich werde es erstmal nichts weiter mehr erklären, weil es ist jetzt schon ziemlich viel gewesen. Das ist krasse Rage, das heißt, sobald du hier mit Magneto reinkommst, zieht ja alles aus dem Wasser raus. Ja. Und dann backt das rum. Haben wir auch schon so gesagt, noch Spaß, ich muss hier eine Tür bauen. Nur da, die Tür ist sich öffnet, wenn der Magnet ab, wo das aus ist. Ja, ich vergesse es halt immer. Ja, das ist, weil wenn du den Magnet hier anmachst, dann gehen unsere Maschinen davon kaputt, dann hängen die. Und hier ein So. Dropper ist, der ganze Items runterschmeißt. Und wenn du mal Öl dran hast, während das auch wird das aus dem Wasser rausgezogen wieder. Was wäre. Mach einfach den Magnet nicht an. PW meine, hallo, willkommen im Stream. Ja, machen wir das ist. So. Schaffen jetzt alle was? Was? Ja, also alle sind gerade am Craften. Brauchen die denn alle? Weiß nicht, der eine macht, wartet hier jetzt auf einen 1K-Storage. Noch 4K. Die warten alle auf Prozessoren. Ja. Was haben wir denn das da ganz links gecraftet? Ganz 10 links? Ah, das war gerade noch von mir, ne? Nee. Ja. Keine Ahnung, ich komme ja auch schon durcheinander. Ich breche das mal ab, okay? Ganz links. Breche einfach alle auf, oder? Cancel, ja, lass mal alle abbrechen. So, cancel. Cancel, so. Also, du machst jetzt erstmal die CPU, die du wolltest, oder was? 1K, ja. Dann warte ich jetzt. Warte ich erstmal, bis du fertig bist. Sagst du, wenn deine Maschinen durch sind? Hast du schon angefordert, 4K? Nee. Okay, dann mach ich das jetzt. 4K. Ich warte ja, bis du fertig bist. Start. Fertig. Jetzt hier siehst du, wie das knapp eigentlich. Ja. Ey, ach, jetzt ist fertig. Nee, noch nicht. Ich brauchte noch Silikon. Haben wir das Silikon? Weiß ich nicht, sonst müsstest du Sand pullen. Aber es ist ja drin. Der macht das jetzt. Der macht das gerade. Ja. So, fertig? Ja, ist fertig. Ach, Scheiße, Twitch, warum glaubst du? Noch ein 10 Logic-Prozessoren, so. Das ist aber ganz schön lange her, dass er das gesagt hat. Entschuldigung.
Dass du gerade auf Facebook und auf Spider-Man von. Auf Facebook? Ihr könntest auch noch einen größeren Kapazitätsding reinschmeißen. Ich wollte mal eben in eine Dings, eine Acceleration Card in Dings reinmachen da. So, die Kiste ist auch schon voll in der Zwischenzeit. Ich glaube, mein Zuhörer ist weg, das war eben jetzt zu viel. Wir haben gar kein Silikon. Ich glaube, der ist es erschlagen. Von dem ganzen. Sandpulverhäusen. Ja, der braucht mal so lange, die zwei brauchen so lange, weil wir da keine Upgrades drin haben. Hä? Die Scrum brauchen mal so lange, um die Dinger zu machen, weil wir da keine Upgrades drin haben. Jo. Kann man jetzt auch nicht immer alles hexen. Ey, was wollten wir jetzt? Silikon. Gehen in die Calculation-Prozessoren hin. Nee, ich bin noch da, okay. Ja, und ich bin halt momentan hier am Bauen der Räume fürs Rathaus. Also ich mache gerade ganz, ganz, ganz simple Sachen. Habt ihr das gehört? Jo. Okay. Erschlagen, ja. Ach ja, übrigens, die Elmal Pickaxe, ne? Die ist für Azorion, falls er kommen sollte. Ansonsten. Ne, warte mal. Das war der Silikon-Dinger. Das ist Reinforce 2. Ach ne, das ist normal. So. Was jetzt noch die Isolation Cards jetzt für den Square Wars? Ja, ja. Okay. Wie viele sind wir denn mittlerweile? Sind 4 Leute, glaube ich, ne? Jo. Machen wir Silikon 2 rein, damit das schneller geht. Also noch nicht so unheimlich viele. Oh Mann, ey. Jetzt funktioniert alles. Okay. Das Ding ist halt nur, wir können halt von jedem Dings nur einen gleichzeitig machen. Und wenn wir. Wir müssen mal am besten über Nacht irgendwie so von jedem 100 Prozessoren lassen machen oder so, weißt du? Weil das Ding ist, wenn du irgendwas craften, das braucht Prozessoren. Und wenn wir dann 5 Rezepte haben und alle brauchen Prozessoren, dauert das ewig lange. Okay. Weil wir einen Server für ein Dings haben. Das dauert dann, das müssen wir über Nacht mal so 100 von jedem laufen lassen. Mehrere Inscribe bauen. Ja, das Ding auch nochmal 5-mal so machen, wa? Ja, super. Geil. Hau rein, viel Spaß, ich komme in 3 Wochen wieder. Oh Mann. Egal, wenn man jetzt noch die CPU fertig hat, ist gut. Ich warte ja nur, bis du jetzt mit deinen CPU da durch bist. Kann ich meinen fertig machen. Printed Silicon. Fertig. Okay. Geht's jetzt? Dann nimmst du ein Card-Ding weg. Warte, eins wollte ich noch machen. Eins wollte ich noch machen. Was? Ich wollte Acceleration-Card noch eben zu Ende machen. Was? Hat jemand mal kurz 16.666 Euro für mich? Ja. Warte. Gamer PC Ultimate Snake Eater V4. Intel i7 Octa-Core 8x4,2 GHz. Wasserkühlung, 64 GB RAM, 960 GB SSD plus 2 TB HDD, Blu-ray und DVD. Einfach keine, ein Card bauen und ersetzen. 4x Nvidia GeForce GTX Titan X 4x12 GB. Dum dum. 24 Monate Gewährleistung, Garantie, auspacken, anstecken, loslegen. Ich habe jetzt überall 3 Acceleration Cards und das geht jetzt mega flott. Okay. Jetzt mach du mal dein 64K-Dingen. Ja, mach ich. Ich glaube, da hat man keine Probleme mehr mit dem PC. Jetzt kann ich den noch einfach so herstellen lassen, cool. Ja? Ja. Ja, weil ich jetzt 4K angeschlossen habe. Alter, immer noch 30 Grad, das ist ja nicht normal hier. So, jetzt ist der 64er fertig. Du schnell? Ew. Okay, dann mach jetzt 64K-Dinger. Und dann machen wir ein paar Disketten 64K-Dinger. Haben wir schon noch Crafting Unit? Nee. Ne.